Es geht weiter mit Let's Play GameCube, ihr Lieben. Wir sind bei Folge 3 und schauen uns heute ein Lizenzspiel an von Ubisoft, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Und ich würde behaupten, das ist das schlechteste Spiel, was Ubisoft jemals gepublished hat. Von Neko Entertainment, einem französischen Studio. Und ihr seht es auch schon, Charlie's Angels. Und jetzt fragt ihr euch, wie Charlie's Angels? Das fängt doch mit dem Buchstaben C an. Und wir sind ja noch bei Zahlen. Und ihr seht es hier, Drei Engel für Charlie, volle Power, ist der deutsche Titel des Films damals gewesen. Und unter dieser Betitelung erschien dann auch eben 2003 das Spiel. Das Witzige ist, der Film ist von 2000, das Spiel kam 3 Jahre später und es ist grottenschlecht. So, ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen was zu lachen haben. Ist doch auch mal schön und deshalb würde ich mal sagen, steigen wir direkt ein. Wir haben hier die Möglichkeit, ein neues Spiel zu starten. Wir können Spielstand laden und die Optionen gehen. Bonus sind, glaube ich, Filmsequenzen, die werde ich euch jetzt nicht zeigen. Aus Angst einfach gestruckt zu werden. Denn wie gesagt, das Ganze basiert auf einem Spielfilm mit Cameron Diaz, Lucy Liu und Drew Barrymore. So, ich kann jetzt hier ein neues Spiel starten. Wie ihr seht, ich habe keinen Spielstand, weil ich das Spiel auch nur mal kurz angespielt habe. Denn es wurde damals halt von den Kritikern extrem abgestraft. Und als ich das damals in der Endzone gesehen habe, habe ich mir gedacht, jupp, danke für die Info. Das Geld spare ich mir. Im Zuge des Fullsets habe ich es mir dann doch gekauft und habe es, wie gesagt, kurz angespielt, aber das war wirklich nur Minuten. Das hat mir schon gereicht. Und warum das so ist, seht ihr hier. Jetzt, also wir starten mit einer Intro-Sequenz und ihr seht es auch hier schon, es ist vorgerendert. Ist ja nicht so, dass da ein Spielfilm zu erschienen und dieses Spiel auf einem Spielfilm basiert. Ist den Entwicklern von Neko Entertainment irgendwie völlig egal gewesen. Die haben hier keine Filmsequenzen genommen, wie das so damals üblich war, zum Beispiel bei den Herr Dringen-Spielen, sondern das Ganze halt in Engine dann gerendert. Warum auch immer die das gemacht haben. Hier seht ihr es. Aber hey, wir haben zumindest deutsche Sprachausgabe. Eine Reihe ähnlicher Vorfälle, der Triumphbogen in Paris, der Steinkreis von Stonehenge in England, das Lincoln Memorial in Washington. Die Denkmaldiebe haben in der Nacht zugeschlagen und unsere geliebte Statue in ihren Besitz gebracht. Ein großes Polizeiaufgebot ist im Einsatz, aber bisher gibt es nicht die geringste Spur von den verschwundenen Baudenkmälern. Guten Morgen, Engel! Guten Morgen, Charlie! Wie ihr euch vorstellen könnt, weiß das FBI nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Und der Präsident hat uns persönlich um Hilfe gebeten. Bosley? Ein riesiges Frachtschiff wurde in der Nähe der Osterinseln gesichtet. Im Moment liegt es in L.A. vor Anker. Das ist unser einziger Hinweis. Okay, Boss. Wie kommen wir an Bord? Also, ich breche das an dieser Stelle mal ab. Das ist auch völlig egal. Monumente sind gestohlen worden und es ist unsere Aufgabe, da hinter das Geheimnis zu kommen und herauszufinden, was da genau passiert ist, bevor ich euch hier mit der Sequenz langweile. Und hier seht ihr auch schon die glorreiche Grafik des Spiels. Wir fangen an mit Cameron Diaz, die aussieht wie eine schlechte Version des Jokers. Guckt euch mal das Lächeln an. Oh Gott, okay, also ich hatte damals einen Crush auf Cameron Diaz, muss ich dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was muss ich hier machen? Ah, also mit Y haue ich hier meine Mario-Spin-Attacke raus. Und muss mich hier also in einem Beat-em-up beweisen. Das Ganze, okay, mit X kann ich treten, mit A geht gar nichts und mit... Oh Gott, mit B springe ich und das sieht aus, als gäbe es auf dieser Erde, wo das Spiel spielt, keinerlei Schwerkraft. Und zack. Also, Neko Entertainment hat hier, wie ihr seht, ganze Arbeit geleistet. Ne? Oder auch nicht. Also, ich hatte damals, wie gesagt, einen Crush auf Cameron Diaz in meiner Jugend, schon seit ich sie das erste Mal die Maske gesehen habe, mit Jim Carrey damals. Und dachte mir, hey, ist doch schon ein cooler Film, aber die Kritiken damals zum Film waren ja auch miserabel. Das war ja damals schon, 2000, eine Neuinterpretation der berühmten TV-Serie Charlie's Angels aus den 70ern. Und das ist dann irgendwie so eine ganz, ganz komische Actionkomödie geworden, die überhaupt keinen Sinn machte, voller Plotlöcher steckte und ganz, ganz fürchterliches Acting aufwies. Das war man von Lucy Liu, Drew Barrymore und Cameron Diaz gar nicht gewohnt damals. Und wieso auch immer hat dann Neko Entertainment sich entschieden, 3 Jahre später dazu ein Lizenzspiel zu machen. Das Ganze basiert auf einer hauseigenen Engine von denen.
die wohl es ermöglicht, das war damals so der Grund, warum die Engine so ein bisschen in den Schlagzeilen war, Spiele recht schnell parallel zu entwickeln und auf diverse Systeme in diesem Umkehrschluss halt supporten. Das heißt, es war halt nichts anderes als eine crappige Engine, die es den Entwicklern erlaubte, super schnell, super scheiß Spiele auf alle Konsolen zu veröffentlichen, die es damals so zu kaufen gab. Kurioserweise ist aber Charlie's Angels nie auf der Xbox erschienen. Wahrscheinlich, weil die Plattform irgendwie als letzter Port mal avisiert war, aber Ubisoft damals bereits zum Start der PS2 und auch kurz danach der GameCube-Fassung gesehen hat, wie schlecht sich das verkauft hat. Und da hat man wahrscheinlich kurzerhand einfach die Xbox-Fassung gestrichen. Und bei dieser Grafikpracht hier ist das auch überhaupt kein Wunder. So, ihr seht also, die verschiedenen Damen haben hier verschiedene Moves, zumindest auf dem Papier. So richtig viel Sinn und Abwechslung bringen diese verschiedenen Tritte und Schläge aber nicht. Und guckt, das ist zu kaputt lachen. Guckt euch mal diese Pose an. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel durch Qualitätskontrollen kam. Also allein Columbia Pictures hätte doch spätestens hier sehen müssen, Leute, streicht das Ding mal, das macht keinen Sinn. Aber das war damals auch nochmal so eine Ära, wo auch zu jedem erfolgreichen Film irgendwie eine Spielversoftung auf den Markt kam. Man denke mal an Charlie und die Schokoladenfabrik, an Narnia, an Herr der Ringe, an Batman Begins und was es nicht alles gab. Aber nicht alle Spiele waren schlecht, ne? Also wenn ich jetzt hier über Batman Begins spreche oder über die Herr der Ringe Spiele von EA, es gab ja Lichtblicke. Nur leider gab es auch ganz, ganz viele schlechte Filmspiele und das hier gehört definitiv dazu. Ratet mal, welchen Metascore Charlie's Angels auf dem GameCube hat. Es ist zumindest eins der am schlechtesten bewertesten Spiele aller Zeiten und steht bei Metacritic aktuell mit 23% da. 23 von 100. Das ist, ich würde mal behaupten, vielleicht sogar das schlechteste Spiel, was auf dem GameCube erschienen ist. Das ist quasi das Superman des Nintendo GameCube. Und dabei gab es sogar einen Superman auf dem GameCube. Das war eigentlich ganz cool, da kommen wir später noch zu. Ja. Ihr macht eigentlich nichts anderes als das, was ihr hier gerade gesehen habt, und zwar ganze 4 Stunden im Spiel. So lange soll es nämlich gehen und ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, ob meine Geduld es zulässt, dass wir uns auch Drew Barrymore mal angucken im Spiel. Aber ihr seht, ich komme hier alleine schon nicht so wirklich weiter, weil die blocken oder auch nicht blocken. Waffen kann ich später wohl aufheben, jetzt geht es noch nicht. Ihr seht, da hat er einen Stab in der Hand gehabt, der ist einfach verschwunden. Und ich, guck mal, ich bleib einfach stecken. Also das Spiel will einfach nicht, dass ich weiterlaufe, obwohl... Ah, hier muss ich wahrscheinlich hin. Ah. Ah, okay. A ist der Aktionsknopf. Also mit A konnte ich jetzt gerade diesen Button da drücken. Hey, wir sehen Drew Barrymore. Oh Gott, hoffentlich hat die nicht auch so eine schreckliche Pose. Also die steht da zumindest, diesen Gangster, der gerade einen Joint geraucht hat. Lucy Liu hat sich ja verbeugt. Die muss ja Rückenschmerzen haben bei dieser... Wo muss ich eigentlich hin? Bei dieser Körperhaltung. Sorry, ich war gerade verwirrt, weil ich nicht gewusst habe, wo ich hin muss. Also im Grunde, auf dem Papier ist das alles ein ganz, ganz klassisches Beat'em'up, wie wir es damals eigentlich zu Super Nintendo und Mega Drive Zeiten gesehen haben. Denkt euch mal so ein bisschen Streets of Rage meets Charlie's Angels, ja? So. Okay. Oder war das gerade immer noch Cameron Diaz? Das war doch Drew Barrymore, ne? Okay, wir sind wieder mit Alex unterwegs. Eine Chinesin, die Alex heißt. Aber gut, ist halt nochmal so. Und die Gegner kommen natürlich alle aus allen Ecken und wollen hier Alex an die Wäsche. Und die Wäsche ist auch kurz und knapp. Natürlich, Sex sells, aber vor so einer Frau würde ich eher davonlaufen. Wie mache ich das hier? Ah, auch mit A. Okay, das hat mir Energie gegeben. Guck mal, wie billig die Symbole aussahen. Das ist so ein Spiel, was ich nie im Leben mehr spielen werde, wahrscheinlich, nachdem ich euch das hier im Zuge der GameCube-Videoreihe gezeigt habe. Aber man muss dazu sagen, das ist das Schöne beim GameCube, es gab nicht viele schlechte Spiele auf dem System. Also die wirklich schlechten, die kann man eigentlich an zwei Händen wahrscheinlich abzählen.
Und da war die PlayStation 2 deutlich schlimmer dran. Mit ihren 4000 oder über 4000 Spielen. Insgesamt erschienen auf dem GameCube irgendwie mit irgendwas von die 671, 651 Spiele. Ich weiß nicht mehr genau, ihr werdet es ja nachher am Titel sehen. Und gemessen daran haben wir vielleicht, ja, vielleicht mal 20, wenn es hochkommt, schlechte Games. Also von daher kann man das schon aushalten, aber geben müsst ihr euch persönlich Charlie's Angels definitiv nicht oder Drei Engel für Charlie, wie es halt bei uns heißt, denn ihr verpasst hier halt gar nichts. Die Steuerung ist total katastrophal, die Kollisionsabfrage ist quasi nicht vorhanden, die Gegner sind strohdumm, die Charaktermodelle sind zum Schießen, wie ihr hier sicherlich seht, und das Spiel ist repetitiv wie eine Currywurst, so, die man in der Mittagspause isst. Aber das Geld, das ihr für Charlie's Angels bezahlt, da habt ihr sicherlich mehr von, wenn ihr euch davon zwei oder drei Currywurst holt. Denn obwohl es nicht das teuerste Spiel ist, würde ich jedem davon abraten, sich den Schund hier auf der PlayStation 2 oder auf dem GameCube zu geben. Leute, das war's. Mehr kann ich euch zu Charlie's Angels nicht zeigen. Taucht bei mir halt relativ weit vorne auf, weil es bei uns, wie gesagt, Drei Engel für Charlie war, hieß. Ich würde jetzt mal mich sehr gerne auf Kommentare von euch freuen. Hat einer von euch damals den Film gesehen? Vielleicht gibt es ja auch hier auch Fans von Lucy Liu, Drew Barrymore, Cameron Diaz. Und vielleicht hat ja sogar einer von euch das Spiel gespielt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wir quatschen da ein bisschen drüber. Ich bin jetzt erstmal weg, bedanke mich bei euch, dass ihr hier vielleicht 10, 12 Minuten durchgehalten habt mit mir zusammen. Und es kann auf dem Nintendo GameCube nur noch besser werden. In den nächsten Tagen gucken wir uns aber mehr Dreamcast, N64 und vielleicht das ein oder andere Spiel auf einem anderen System an. Freut euch drauf, danke, dass ihr mir hier bei Andi zockt folgt. Und ja, ich freue mich jetzt auf eure Kommentare, bin weg. Adios, tschüss, euer Andi.